paar typische Fehlerbilder, die ich in den 12 Jahren seit 2008 immer mehr deutlich gesehen habe, mitgeben und dann auch sagen können, wo liegt denn vielleicht da die Ursache, dass du nicht nur das Fehlerbild erkennst, sondern auch das Gesamtbild hast und weißt, okay, da ist die Ursache in dieser ganzen kausalen Kette von den Dominosteinen, wo ein Problem auftrat in der Basic-Geschichte und auf einmal kommt das in den Kurvenfahren, wirkt sich in einem eigenen Fehlerbild aus. Typischer Fehler, Sattel klebt aus Gewohnheit vom normalen Radfahren am äußeren Bein. Nicht, weil der Teilnehmer die Übung oder den Aufbau oder irgendwas nicht richtig verstanden, sondern einfach in seine alte Gewohnheit gefallen ist. Da kannst du ihm Methoden geben, zu sagen, okay, das ist ein bisschen die alte Gewohnheit gefahren, eben was mal gut mit dem Sattel, aber es ist ein wichtiger Indikator, dass er im inneren Bein hat. Der war jetzt bei dir am äußeren. Kannst du gucken, wie sehr du das verbalisieren willst, was der Fehler war. Wenn du es erklären willst, ist natürlich wichtig. Du kannst es auch mit einer Foto- oder Videoanalyse zeigen. Und dann gibst du ihm direkt eine Methode, roll doch mal auf die Kurve zu und leg den Sattel vorher schon mal ans Bein und dreh dich dann mit rein. Dann kannst du irgendwie sicherstellen, dass der Sattel schon da ist und auch da bleibt und nicht wieder aus Gewohnheit zur äußeren Seite kippt. Ein Beispiel dafür. Du hast es schon erkannt, viele hängen in Kurven zu weit hinten. Schulterachse entfernt sich immer mehr vom Lenker, Arme werden immer gerade. Es entsteht so ein bisschen Zug in der Hand. Meine These ist wahrscheinlich aus Gewohnheit, weil sie Mountainbiken angefangen haben. Dann gingen Kurven bergab, eine steile Schotterkurve runter oder so. Und dann hatten sie den Gedanken, ich muss nach hinten gehen, weil es sicherer ist. Also unbewusster Gedanke wahrscheinlich. Ja, dementsprechend typisches Fehlerbild, kann man korrigieren auf verschiedene Weise. Prägnante Anmerkungen geben, ob du jetzt sagst, beug die Arme mehr, die Schulter mehr zum Lenker, bleib zentraler. Je nachdem, was du da mit den Leuten schon besprochen hast, was du ihnen gezeigt hast, was du sie spüren lassen hast. Für viele ein Aha-Effekt und viele kriegen auch schnell ein Gefühl dafür, oh, jetzt war ich aus Gewohnheit wieder zu weit hinten. Was du auch schon gemerkt hast, bei vielen ist es so, wenn sie die Gewohnheit haben, die Kurve äußere Pedal runter zu machen und sie machen das mit der hinteren zuerst runter, dass sie dann schon nach hinten fallen. Kurbeln gehen, äußere soll runter, die drehen das rückwärts. So. Und eine mögliche Ursache. Schau genau hin, wo liegt die Ursache. Ist es die Gewohnheit? Ist es eine Techniksache? Häufiges Fehlerbild, zu weit hinten. Auch unschwer zu erkennen, Fehlerbild, Blick geht nach vorne zum Vorderrad oder Blick erstarrt irgendwo geradeaus und der Körper wird nicht mehr richtig mitgedreht. Ganz, ganz häufig ist das der Fall. Ein sehr problematisches Fehlerbild, weil man hat gesehen, man kommt ja auch so gut um die Kurve. Aber du willst ja einen Aha-Effekt erzeugen, also schau noch mehr voraus, ein paar Sekunden vorausschauen, je nachdem wie du es formulierst. Dreh den Körper mehr. Ein Stilmittel, was ich gern für Feedback, Rückmeldungen gebe, ist halt, arbeite mal mit einer Übertreibung. Lass die Leute noch mehr sich drehen. Sagen, komm, es fühlt sich für dich schon an, aber mach noch mehr. Da gibt es ganz viele Sachen, was du als Trainer mitgeben kannst, um diese typischen Fehlerbilder zu vermeiden. Auch unschwer zu erkennen. Da gibt es verschiedene Thesen, wie entsteht das Fehlerbild. Du hast es gesehen, meine äußere Schulter hat sich gar nicht so mitgedreht. Da kann man als Bild immer geben, den Leuten, guck mal, du hast ein Auge hier in der Schulter, du hast im Hüftgelenk, du hast am Knie, du hast überall Augen, die wollen mit in die Kurve gucken. Das kannst du schön als Bild nutzen. Aber viele Leute haben Fahrtechnik-Videos geguckt oder haben Fahrtechnik-Kurse schon belegt und sind darauf geschult worden, dass sie ihr Rad reindrücken sollen in die Kurve. Das habe ich früher übrigens auch so gemacht, vor vielen Jahren. Vor vier, fünf Jahren habe ich es aber auch geändert, weil ich dieses Fehlerbild so häufig hatte und weil es für mich in der Methodik, aber auch im naturellen Fahren keinen Sinn gemacht hat. Durch dieses Reindrücken haben die Leute das als Prägung und merken sich, Kurvenfahren heißt Rad reindrücken, damit es geneigt ist und drehen dann gar nicht mehr den Körper richtig mit. Die äußere Schulter hängt hinten, abends oft, obwohl man es natürlich vorher im Kurs, wenn ihr das habt, gesagt hat, man soll den Arm natürlich nicht ganz durchstrecken. Das sind aber immer diese Relativierung. Also ganz klar, häufiges Fehlerbild ist dieses wie roboterhafte Rad reindrücken, aber der Blick geht nur so ein bisschen mit dem
Kopf und nicht mit dem Körper. Da musst du dich Feingefühl haben, wenn jemand was gelernt hat von einem Trainer, den er mag, den er schätzt. Und dann kannst du ja nicht sagen, hey, das ist aber nicht so toll oder das entspricht nicht meiner Methodik, meiner Theorie. Dann musst du diplomatisch sagen, schau mal hier, die Technik hast du da gelernt, das ist schon gut, das Rad ist geneigt. Probieren wir heute mal so, vielleicht kannst du es ja irgendwie kombinieren. Du musst schon klar deine Meinung vertreten, aber auch diplomatisch dich ausdrücken, damit du niemanden vor den Latsch schlägt, der jetzt schon diese Technik sich so angewöhnt hat. Und dann erklär ihm die Vorteile von dem, was du ihm jetzt mitgeben kannst. Und wenn er einen Aha-Effekt spürt, dann hast du natürlich gewonnen. Und der Teilnehmer ist super happy, hat aber nicht das Gefühl, dass du die bisherigen Trainer abgewertet hast. Wenn du selber schon viele Kurse gegeben hast, werden dir bestimmt noch mehr typische Fehlerbilder einfallen. Ich habe jetzt ein paar zusammengefasst, dass der Sattel aus Gewohnheit am falschen Bein hängt, am äußeren wegen normaler Radfahrgewohnheit auf Asphalt, dass die Arme gerade sind, dass man hinten hängt, Prägungen wie das Pedal immer runter machen oder das Rad wie ein Roboter so runterdrücken mit den Armen und dann wird dann der Blick vernachlässigt. Das sind so Dinge, die kommen häufig vor und natürlich, dass die Blickführung generell zu sehr geradeaus starr wird oder noch auf kurz vor das Vorderreifen. Da weißt du, wie du es korrigieren kannst. Und hab einen guten Werkzeugkasten als Trainer, wo du sagen kannst, ich merke, ich habe dem jetzt was gesagt, das funktioniert noch nicht, vielleicht mal ein anderes Wort, vielleicht mal eine andere Methode, wo du sagen kannst, jetzt kann ich ihn noch mehr spüren lassen oder geh mit der Video- und der Fotoanalyse. Es gibt so viel, was du machen kannst, um den Leuten zu helfen und du musst ihnen nicht die perfekte, saubere Kurventechnik wie den Mantel, von dem ich schon so oft geredet habe, einfach überziehen. Gib ihm Zeit, einzelne Dinge zu probieren, zu erspüren und fokussiere dich erstmal auf die eine Baustelle und hab nicht direkt das Bild von der perfekten Kurve im Kopf und verunsichere damit deinen Teilnehmer. Also auch Schritt für Schritt.